nicht nur im Zentrum der Landeshauptstadt Stuttgart, nein, auch in Bad Cannstatt, dem größten Stadtteil dieser Stadt, kehrten die Narren ins Bezirksrathaus ein. Die Narren des Kübelesmarkt Bad Cannstatt sowie Tanzmariechen und Hästräger anderer Karnevalvereine sorgten für Stimmung und gute Laune. Und schließlich überreichte man dem Schultes den Sonderorden des Landesverbandes Württembergischer Karnevalvereine. Der Landesverband Württembergischer Karnevalvereine bedankt sich recht herzlich nochmal für die Einladung. Oh. Vielen Dank, liebe Anita. Bitte schön. Was hast du für eine Nase? Du hast den richtigen Riecher. Ganz meinst genau. Ja. Und was jetzt kommt, ist natürlich Chefsache. Verehrte Frau Bürgermeisterin, ich darf auch Ihnen einen besonderen Orden überreichen. Und zwar, wir haben ja, wie gesagt, Landesverband Württembergische Karnevalsvereine, Brauchtum und Karneval zusammen. Das wurde hier auf einem Orden verewigt. Den würde ich Ihnen gerne heute überreichen. Genehmigt? Gut. Wir sind schon verbandelt. Recht herzlichen Dank nochmal. Immer eine tolle Geschichte. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Und ich übergebe jetzt wieder. Ja, ich glaube, ich gehe gleich wieder zum Plombeur erst. Also, dann bis zum nächsten Faschingstreffen anno 2011. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.